Ich bin in Frisco Fierce und ich brauche was Neues zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Satzheiße Reifen, 7 Stellen. Das ist eine große Hilfe. Brauchen Sie was? Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Hey! Sehen wir uns bei Gert? Vielleicht. Sie haben oben gerade erst angefangen. Wie sieht die Ausbeute für den heutigen Abend aus? Erbärmlich. Wir haben heute Abend nur ein paar. Heißt,
dass die Leute hierbleiben wollen, besoffen werden und ein wenig damit prahlen, wie reich sie sind. Schau mal rein, wenn du es schaffst. Ich muss schnell nach oben, bevor einer dieser Scheißer mit Mr. Moreau redet. Ich treffe dich später. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen und dass für einen geringen Aufpreis alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses quirlige Exemplar. Heute Morgen frisch aus Haiti geliefert. Dieses kraftstrotzende, nubische Stück Fleisch spricht Englisch und kann dressiert werden. Ich wiederhole. Dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Die Gebote beginnen bei $1,000. Höre ich 1.000? $1,000. Höre ich 2.000? Das könnt ihr doch nicht. Verdammt! Bingo! Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch! Süße Träume. Scheiße, ich muss nachladen.
zu sterben! Keine gehört mir! Verschanz mich! Ich jag deine Antwort. Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals! In Position! Lasst es uns zu Ende bringen! Ich kann... Geht hinter ihn! Ich habe keine Kugeln mehr. Ich gehe in Deckung! Wie geht's? Thank you.
Danke, danke dir. Och nö, ich komm grad vom Friseur. Bei dieser Hitze kann man gar nicht so viel trinken, wie man ausschwitzt. Ja, oh ja. Geht's? Leck mich nicht. Lange nicht gesehen, was? Machen wir einfach unsere Arbeit. Warte mal. Wenn irgendwer uns auf die Pelle rücken will, dann bitte sofort. Mach schon, wir haben was zu erledigen. Lustig, lustig. Laber mich nicht voll. Diese gottverfluchte Scheißhitze. Ja. Scheiße, im Knast geben sie einem wenigstens was zum Draufsitzen. Konzentriere dich auf deinen Job.
Komm und hol mich, Junge! Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben! Schwein! Ich hasse diesen verdammten Regen. So ein großer. Wohin ist dieser Wichser abgehauen? Nichts. Okay, los geht's, weiter. Yeah.
Selber schuld. Ich habe ihn. Hier drüben. Ah, ja, erwischt. Duck dich, Arschloch. Folgt mir, Herr Wichser. Ah. Ich brauche ein neues Magazin. Mir Geld geschuldet. Jetzt musst du zahlen. Ja, erwischt. Du... Thank you.